Nach einer sehr, sehr langen Zeit habe ich mir endlich das erste goldene Kostüm in Fall Guys komplett gratis freigeschaltet. Ich habe jetzt, glaube ich, 254 Kronen mir erfarmt. Eigentlich wollte ich die Runde davor aufnehmen, aber ich wusste nicht, dass ich schon so viele Kronensplitter bekomme dadurch, dass ich eine Krone aufsteige. Deswegen gibt es jetzt keine Aufnahme davor, aber hier so ein kleines Erinnerungsvideo, dass ich das bekommen habe. Jetzt habe ich hier... Es müsste, schauen wir uns gleich mal alles ganz genau an, aber endlich habe ich das erste goldene Unterteil freigeschaltet. Sehr cool, sieht zwar ein bisschen komisch aus, wenn man nicht das Oberteil dazu hat. So, wir gehen hier einmal auf mehr Ansehen, nee Quatsch, auf den Battle Pass. Und dann hier über meiner Facecam seht ihr das Ganze. Ich habe jetzt aktuell 254 Kronen, Kronenrang 23. Gerne mal kommentieren, wie weit ihr schon seid. Das nächste vollständige Kostüm habe ich dann, boah... Da fehlen mir noch so, ja, über 100 Siegel fehlen mir dann noch. Dann habe ich die goldene Hexe. Also ich habe jetzt sozusagen das erste goldene Teil, goldene Hexe Unterteil mir freigeschaltet. Das nächste wird das Banner sein. Danach das Muster, was ultra nice ist. Danach, ja, Namen, der langweilig ist. Und dann wird es wieder interessant. Sehr, sehr cool. Ich freue mich, endlich das erste goldene Unterteil freigeschaltet zu haben. Ansonsten kommt auch dem nächsten Spin-Video. Darauf haben auch, denke ich mal, einige Bock. Ich werde jetzt mal eine Zeit lang so spielen. Sieht irgendwie lustig aus, aber auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber naja, finde ich ganz cool. Ansonsten gerne CC benutzen, Fortnite-Folge, Kuss geht raus. Und das war es dann auch hier schon mit der kurzen, knackigen Info.